Hey Leute, ich bin's wieder, Mike. Ich war jetzt lange nicht hier, hatte viel zu tun die letzten Wochen. Unter anderem war ich auch auf Matura-Reise, weil ich ja maturiert habe. Ihr Deutschen kennt das wahrscheinlich unter dem Namen Abifahrt. Also ja, wir haben unsere Villa gemietet in Kroatien. Und damit möchte ich auch mit meinem Thema beginnen. Da wir ja eine themenfreie Woche haben, werde ich jetzt einfach mal so erzählen über mein Leben als Transmann. Besonders möchte ich auch darauf eingehen, wie ich damit umgehe, im Sommer als Transmann baden zu gehen, beziehungsweise wie ich halt rumlaufe. Wir waren, wie gesagt, auf Klassenfahrt in Kroatien. Was bedeutet Meer, baden gehen? Und als Transmann denkt man sich, na juhu, was mache ich? Shit. Weil ich meine, ob man jetzt zu Hause oben ohne rumläuft oder dort vor Leuten, die man eigentlich 8 Jahre lang kannte, beziehungsweise sind jetzt nicht wirklich Freunde geworden, sind Klassenkameraden. Manche sind Freunde, manche auch nur, ja, Menschen, die gezwungenermaßen zur selben Zeit am selben Ort waren. Sagen wir es mal so. Lieb ausgedrückt. Im Endeffekt weiß ich jetzt, ich habe mir einfach viel zu viele Gedanken über das ganze Thema gemacht und habe alle möglichen Szenarien in meinem Kopf durchgespielt, von denen keine eingetreten ist, weil ja, es eigentlich jedem scheißegal war, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Wir sind am ersten Tag gleich nackt baden gegangen, alle gemeinsam. Nicht alle, aber ein paar halt. Ich war auch dabei und es war ziemlich lustig. Und ja, es war jetzt auch nicht wirklich ein Problem, dass ich oben ohne rumlaufe. Ich hatte zwar vor, sie zu fragen, ob es eh okay ist, jedoch habe ich das versäumt und habe es einfach gemacht. Und im Endeffekt, es hat keiner irgendetwas gesagt, es kam keine negative Meldung, es kamen keine grausamen Blicke oder sonst irgendetwas. Keiner touchte da irgendwas an, was er nicht sollte. Die Leute gingen ganz cool damit um, was heißt, sie haben es nicht wirklich beachtet. Ein paar Leute habe ich euch einfach darum gebeten, dass sie einfach, ich beachte es nicht, weil für mich in meinem Kopf das nicht da ist. Und ja, im Endeffekt ist auch meine Ausgangslage nicht jetzt so schlimm. Ich sehe den Brustmuskel sehr, also ähnlich, aber ein bisschen zu viel Fett ist halt dran, sagen wir es mal so. Meine Freundin umschreibt das immer so. Was meine netten Schritte in dieser Hinsicht betrifft, ist es so, dass ich mich gerade versuche, darum zu kümmern, wegen meiner Brust-OP. Jedoch gestaltet sich das etwas schwierig, weil ich ja, erfahren habe, dass ich noch ein Gutachten brauche und ja, das muss ich mir auch noch irgendwie holen. Dann gibt es noch eine Wartezeit und naja, man könnte das alles ja ein bisschen so umbrücken, umgehen. Aber ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich dazu bereit bin, diesen Winter mir das machen zu lassen. Ich werde mal sehen, was auf mich zukommt, wo ich einen Platz bekomme. Und wenn es erst nächsten Winter ist, dann habe ich auch kein Problem damit, weil einen Sommer halte ich schon noch durch. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht todunglücklich mit meiner Ausgangslage. Es gibt viel Schlimmeres. Deshalb habe ich irgendwie gelernt, mich auch ein bisschen damit zu arrangieren. Natürlich nicht für immer. Aber ob es jetzt ein Jahr auf oder ab ist, das ist mir dann auch schon egal. Hauptsache, ich habe die Gewissheit, dass es wegkommt und dass es irgendwann mal so aussieht, wie ich es gerne hätte. Aber träumen kann man viel, gell? Nach meiner Brust-OP werde ich dann die Hysto machen. Die werden bei uns in Österreich, zumindest in Linz, nicht gemeinsam gemacht, weil es zwei verschiedene Operationsteams sind. Ich habe gehört, in Deutschland machen das viele in einer OP. In Österreich ist das nicht möglich, weil das einmal plastische Chirurgie ist und das andere Gynäkologie. Deshalb können, weiß ich nicht, warum diese zwei Operationsteams nicht gemeinsam am Tisch können, aber sie können es nicht und deshalb muss es separat gemacht werden in einem Abstand von ein paar Monaten. Keine Ahnung warum, aber ist so. Muss man durch. Für diejenigen, die es auch interessiert, in meinem Leben findet gerade so ziemliche Veränderung statt. Beziehungsweise nicht Veränderung, ich glaube, das ist auch durch die ganze Pubertät, die ich gerade durchlebe, was übrigens höllenmäßig ist, weil vom Leben werde ich gerade dazu gezwungen, beziehungsweise es wird von mir erwartet, dass ich in die Zukunft blicke, meine Zukunft plane, auch handle. Und in meinem Kopf ist da gerade so, was? Und das geht irgendwie dann irgendwie so zurück und ja, nicht zurück, aber es ist halt, ja, gewisse Teile sind betroffen von der Pubertät, sagen wir es mal so. Nicht nur mein Gesicht, sondern auch andere Teile, die mentalen Teile, mein Kopf auch. Ich bin jetzt 4 Monate und eine Woche auf Testosteron.
ist ganz chillig. ja, ich habe eigentlich keine Probleme damit. Das Einzige, was auftritt, ist wirklich starke Akne. Mit der werde ich aber zu kämpfen haben. Das kann ich nicht irgendwie wegmachen. Da muss ich durch und das nehme ich auch gerne dafür in Kauf, um ehrlich zu sein. Wenn ich damit das erreichen kann, was ich möchte, beziehungsweise glücklich werden kann, dann ist mir das auch recht. Die mentalen Veränderungen sind gerade nicht so lustig, aber da muss ich auch durch und da stehe ich drüber. Ich versuche es zumindest, mein bester Freund hilft mir da sehr dabei. Aber allem allem läuft alles ganz gut und ich freue mich auf die nächsten Monate, Jahre, auf mein ganzes Leben. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein.